Frage. Schweißen oder brennen? Also zusammenfügen oder trennen? Der Zeichen, die viel. Lachen, nackt Lachen, nein, Schachlat, Marbat. Also zusammenschweißen. Ah, okay. Bewerbungsgespräch. Kamiran Al-Mahmoud will bei Michelbau in Neumünster anfangen. Deutsch spricht der Syrer nicht, ein Dolmetscher hilft. Erfahrung im Tiefbau hat er. Bagger kann er fahren, in Syrien, Irak, Libanon und Libyen hat er schon gearbeitet. Die große Unbekannte für die beiden Geschäftsführer, wie kann jemand auf dem Bau arbeiten, wenn er die Anweisungen nicht versteht? Wir werden es nicht leisten können, sozusagen, ich sag jetzt mal eine arabisch, indisch, egal welche Sprache, Kolonne aufzumachen, wo die unter sich sind, das ist auch nicht unser Ziel. 7 Bewerber hat die Arbeitsagentur zum Michelbau geschickt. Sie sind Teil eines Pilotprojekts, das Flüchtlinge schneller in den Job vermitteln will. Niemand spricht Deutsch. Sie sind erst wenige Monate im Land. Geschäftsführer Rehmer ahnt in diesem Moment noch nicht, dass die Sprachprobleme nicht die größte Hürde werden. Jetzt ist er noch voller Hoffnung, endlich die Lücken in den Schichten zu füllen. Womit alle ganz weit vorne sind. Sie sind am vereinbarten Tag, zur vereinbarten Zeit, am vereinbarten Ort gewesen. Also alle 7, die hier sitzen, haben die erste Hürde schon genommen. Also egal, wie sie es organisiert haben, alle 7 haben die erste Hürde schon genommen. 2 Aspiranten erhalten später ein Praktikum. Nur einer wird auch tatsächlich erscheinen. Alle diese Bewerber leben hier in der Erstaufnahme Bostedt in Schleswig-Holstein. Erika Hebel befragt im Rahmen des Pilotprojekts Syrer und Afghanen direkt nach ihrer Ankunft. Es kommt darauf am Ende an, was sie in Syrien oder in Afghanistan gelernt haben, ob die Schule besucht haben. Ich mache nur ein Grundkompetenz-Screening hier, damit die Bundesagentur für Arbeit besser alles rausfiltern kann. Heute im Interview ein 19-jähriger Afghane. Ein Dolmetscher hilft. Er habe Erfahrung als Schlosser, sagt der Afghane. Hebel will wissen, ob nicht auch Kindergärtner etwas für ihn sei. Hätte er Interesse, vielleicht in diesem Beruf hier eine Ausbildung zu machen? Euer Allah hat deutlich gedacht, dass ich Kar, der Kudakistan, Kar kuni, ja Ausbildung kuni. Ja. Er kann sich viele Jobs vorstellen, das verkompliziert die Suche. Das ist nun Aufgabe der Arbeitsagentur. Seit Frühjahr läuft das Pilotprojekt in Schleswig-Holstein. Bislang geführt wurden 556 Gespräche. Vermittelte Jobs 3. Zurück bei Michelbau in Neumünster. Kamiran Al-Mahmoud hat sein Praktikum begonnen. Zeigt seinem Ausbilder, dass er kann, was er versprochen hat. Jawohl, einmal, genau. Das ist wunderbar, alles klar. Er versteht sein Handwerk, aber die Sprache nicht. Al-Mahmoud hat extra seinen Bruder zum Dolmetschen mitgebracht. This is your cabin? Ja, ja. Okay. Let the Polish people please look at it. Trotz Sprachhürden, Michelbau will es mit ihm wagen. Doch kurz vor der Unterschrift eine Hiobsbotschaft. Der Syrer ist mittlerweile im Land umgezogen. Das bedeutet neue Ansprechpartner, Verzögerungen, mehr Bürokratie. So könnte auf den letzten Metern alles noch scheitern. Und zugeschaltet ist jetzt der Autor des Films Johannes Jolmes. Am Ende heißt es ja, alles kommt ins Wanken, weil der Syrer eben umgezogen ist. Wie kam es denn dazu? Na, der Syrer lebt jetzt in einem anderen Kreis, nämlich im Kreis Pinneberg. Damit ist nicht mehr die Landesaufnahme in Bostedt für ihn zuständig, sondern der Kreis Pinneberg. Das führt dazu, neue Ansprechpartner, neue Zuständigkeiten, vermutlich neuen Papierkram. Und das hat dafür gesorgt, dass der Geschäftsführer von der Michelbau, den Herrn Rehmer, den wir auch in dem Film gesehen haben, total frustriert war, weil er jetzt denkt, all die Arbeit, die ich mir gemacht habe, war für die Katz. Weil sie haben sich natürlich überlegt, wo setzen wir ihn ein? Wie bauen wir ihn in Dienstpläne ein? Wie kann er auf einer Baustelle in Neumünster arbeiten, nicht auf einer Baustelle im Kreis Pinneberg? In welcher Kolonne arbeitet er? All diese Probleme tauchen jetzt wieder bei ihm auf. Und da ist die große Sorge, dass es am Ende dann doch nicht klappt. Wir haben es ja auch gerade gehört, mehr als 500 Gespräche wurden bei dem Projekt geführt, nur 3 Vermittlungen in Arbeit. Dann wird auch ein Schlosser gefragt, ob er Erzieher werden will. Schaffen wir es so? Ich glaube, so schaffen wir es nicht. Das Beispiel mit dem Afghanen war da ja sehr bezeichnend. Also wenn man ihm danach ganz, ganz vielen Sachen fragt, sagt er zu allem ja. Und das ist, glaube ich, auch sehr verständlich. Der ist seit 2 Monaten hier.
Dennoch denke ich, dass es richtig ist, mal zu gucken, was kann der Flüchtling, den ich vor mir sitzen habe. Das ist ja auch der Grundgedanke dieses Projekts, nämlich zu gucken, dass man aus Bauarbeitern auch Bauarbeiter macht, nicht, dass man aus Bauarbeitern am Ende Altenpfleger macht. Und dafür braucht man natürlich dann auch Kenntnis über denjenigen, den ich vor mir sitzen habe. Was ich allerdings nicht glaube, dass man damit schnellstmöglich ein Fachkräfteproblem löst, weil das war auch mein Eindruck, da sind noch sehr, sehr viele Nachschulungen notwendig, bis dieses Problem dann in weiter Zukunft gelöst wird. Sprache war auch immer wieder ein Thema bei deinem Film. Was ist da dein Fazit nach dieser Recherche? Na, ich glaube, das sieht man sehr schön. Sprache ist das A und O. Ohne Sprache funktioniert es nicht. Das zeigt das Beispiel des Syrers ja ganz gut. Fachlich hervorragend. Also der Ausbilder war total begeistert über ihn. Auch bei Michelbaum waren alle sehr glücklich über ihn. Dennoch haben sie viele, viele Tage überlegt, ob das überhaupt was mit ihm wird. Weil er versteht halt leider nicht, wo er schweißen soll. Man muss sich das auch vorstellen, die arbeiten an der Straße, da muss ja auch die Kommandos verstehen, wo man hingehen soll, wo man nicht hingehen soll. Und dieses politische Ziel, dass man Flüchtlinge nach 3 oder nach 6 Monaten in Arbeit bringt, das wird natürlich dadurch unterlaufen, dass die Flüchtlinge noch nicht ausreichend Deutsch kennen. Es ist ja schön, wenn sie Kenntnisse haben, aber wenn sie kein Deutsch können, wenn sie nicht verstehen, was sie machen sollen, dann bringt das natürlich alles nichts. Darum ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sehr schnell gute Kenntnisse im Deutschen beizubringen, sodass das dann auch klappt mit dem Job. Danke, Johannes, für diese Einordnung.